Einen wunderschönen guten Tag dahin, wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie wollen diesen Clip sehen, weil Sie einen Jahresausblick von mir mal hören wollen. Ganz ehrlich, ich habe da gar nicht dran gedacht, den zu machen, aber es ist zwischen den Jahren, ich habe Zeit. Wir haben Sonntag, den 29. Dezember, es ist 7.12 Uhr. Warum nicht? Sehr gerne. Ich habe das neulich schon mal auf NTV gesagt, was ich denke, was passiert, aber ich fasse es hier auch ganz gern nochmal zusammen. Es geht um den DAX, nur um den DAX, jetzt hier in diesem Clip, nicht um den Dow. Das ist der Monatschart, sprich eine Kerze, ein Monat. Und da fallen mir so ein paar Sachen auf Anhieb auf. Das eine, wir haben natürlich jetzt hier seit 2009 da diesen heftigen, heftigen Aufwärtstrend, überhaupt keine Frage, richtig schön in Wellen nach oben gelaufen. Dieses hier ist das All-Time-High, was wir gemacht haben im Januar 2018 auf Xetra. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob der außerbörslich irgendwann mal über 13.600 war. Wahrscheinlich bei irgendeinem lustigen Broker war er wahrscheinlich schon bei 15.000. Ich weiß es nicht. Tatsächlich 13.596,89 war das All-Time-High, was ich gefunden habe, auf dem DAX Xetra berechnet. Von der Technik her sind wir nach wie vor weiter nach oben. Wir haben ab diesem Tag hier, beziehungsweise ab diesem Monat hier, sind wir einfach weiter nach oben gelaufen mit kleinen Korrekturen. Aber wir sind weiter nach oben gerichtet. Fast MACD als Trendfolger ist positiv. Die Stochastik, ja, gilt als überkauft, überhaupt keine Frage. Ich habe Ihnen hier diese beiden für mich sehr wichtigen Linien 20 und 80 reingemacht. Wir können hier länger oben drüber bleiben. Mehrere Monate, mehrere Wochen, das wird man schauen. Ein Verkaufssignal gibt es bei mir erst, wenn wir hier unter die 80 gehen. Das kann noch dauern, aber da sehen wir gleich was auf dem Tageschart, was Ihnen da vielleicht helfen könnte. Von daher grundsätzlich in Ordnung. Wir sind in der Nähe des alten All-Time-Highs und wenn wir diesen Bereich hier überbieten, gibt es erstmal nichts. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass wir locker die Möglichkeit haben, innerhalb der nächsten 3 Monate, also weitere 3 Kerzen hier, eine 14.000 zu sehen. Das ist also auch das, was ich bei NTV sagte, auf den Wochenchart. Ja, jetzt ist also eine Kerze, eine Woche. Sie sehen hier das All-Time-High vom Januar 2018. Sind wir ein bisschen von weg. Wir tun uns schwer hier oben zwischen der 13.000 und der 13.400. Ja, die Bänder sind aufgegangen und das untere, das der Bewegung entgegengesetzte, ändert die Richtung. Was für mich meistens ein Zeichen ist, dass wir entweder seitwärts korrigieren oder ein bisschen nach unten gehen. Unterstützung wäre der Bereich 12.880. Auf den komme ich gleich nochmal im Tageschart. Hier sieht die Technik ein bisschen anders aus als im Wochenchart. Das heißt, wir sind jetzt hier über den Trendfolger sogar schon leicht negativ. Die Stochastik gilt ebenfalls als überkauft, hat aber auch hier die 80 noch nicht unterboten. Also gehe ich auch hier davon aus, wir haben noch die Möglichkeit, über die nächsten paar Wochen zu korrigieren, seitwärts oder leicht korrektiv, aber ein richtiges Verkaufssignal habe ich nicht. Jetzt ist eine Geschichte, wenn Sie bei mir mal irgendwann im Seminar oder im Webinar waren, das sage ich immer wieder, mit Aufstellen eines neuen All-Time-Highs oder eines 52-Wochen-Hochs, also jetzt im Moment jetzt über 13.596 mit Schlusskurs, ist alles, was technische Analyse heißt, also mathematisch-technische Analyse, ad acta gelegt. Der Chart, wenn er hier drüber geht, ist immer wichtiger als irgendeine überkaufte oder überverkaufte Technik. Immer. Weil dann kommen wir in diese Uncharted Territories und da muss er sich erstmal austoben. Von daher ein leichtes Fragezeichen hinter dieser letzten Bewegung, aber definitiv noch kein Verkaufssignal. Gehen wir mal hier auf den Tag. Da wird alles ein bisschen deutlicher. Wir haben super enge Bänder. Also für den DAX verhältnismäßig enge Bänder, das sind mit Mühe und Not 400 Punkte, das ist gar nichts. Ja, da sind wir bei 3%, das ist sehr, sehr wenig. Bisschen Arbeitsverweigerung. Wir sind hier über das MACD völlig im neutralen Bereich, da gibt es nicht den Hauch eines Signales. Die Stochastik gilt bei mir als leicht negativ, aber kein frisches Signal, sodass ich die zur Kenntnis nehme, aber nicht drauf schaue. Mir fällt eins ein auf und dann mache ich das hier mal ein bisschen größer. Das ist diese Kerze hier. Diese Kerze gefolgt von diesen beiden. Das ist für mich, dieser Bereich 12.880, hat ihn eben schon mal genannt, ist für mich der für die nächsten Wochen wichtigste Support. Wir handeln innerhalb der Bänder. Wir sind am oberen Band leicht dran. Denken Sie hier an dieses All-Time-High 13.596. Sind wir momentan noch ein bisschen von weg. Können wir machen. Gibt es hier keine Signale? Nein, aber wenn man das jetzt hier mal ein bisschen zurückzieht und die Bewegung nimmt seit
August diesen Jahres, ja, erste Welle Korrektur, zweite Welle Korrektur. Diese Korrektur muss nicht so sein, dass ihr unbedingt zur 200-Tage-Linie geht. Die kann auch seitwärts verlaufen. Dann kommt diese Kerze hier rein. Fett aus dem Band, aus dem unteren Band rausgelaufen und wieder rein. Das ist ein sogenannter Umbrella-Doji, das ist der kleine Bruder vom Hammer. Solange dieses Ding hier mit 12.880 nicht per Schlusskurs unterboten wurde, ist der Markt eigentlich positiv. Das hier drunter, also sagen wir mal 12.850, wäre ein Verkaufssignal, was wir den Markt in Richtung 200-Tage-Linie drücken kann. Aber solange das nicht unterboten ist, fühle ich mich relativ sicher mit dem Markt. Ich glaube nach wie vor, dass wir auf Sicht der ersten drei Monate durchaus die 14.000 sehen können. Dann beginnt nicht nur die Berichts-, sondern auch die Dividendensaison, aber insbesondere die Berichtssaison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die insgesamt guten Zahlen weiter beibehalten werden. Es hängt sehr viel davon ab, was die EZB macht, ob die wieder das Geld verstreut wie verrückt oder nicht. Meiner Meinung nach ist 75% von dieser Bewegung hier nicht aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Sinne von Auftragseingänge, Margen oder sonst was begründet, sondern schlicht und ergreifend mit der EZB. Und wenn die mal aufhört, dann haben wir in 2018 gesehen, was passieren kann. Siehe DAO, siehe DAX. Das war nämlich sowas hier. Hier ist 2018. Da gab es mal nicht so viel Geld. Das ist meines Erachtens nach die große Gefahr. Ich glaube zwar, dass Frau Lagarde da momentan keine Ambitionen hat, irgendwie die Gelder zurückzufahren, aber damit muss man immer rechnen. Wir sind in einem Wahljahr von den Amis. Es wird sehr spannend. Wer macht es? Meiner Meinung nach wird es Michael Bloomberg. Der ist auch ein bisschen alt, das muss ich auch dazu sagen, aber zumindest was Wirtschaft angeht, hat er wirklich Ahnung. Ich glaube, das ist der beste Kandidat, den die Demokraten momentan haben, aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Und ein Spekulant ist ein Tier auf einer dürren, dürren Weide. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles 2020. Viel Spaß. Mir hat Spaß gemacht in 2019. Vielen Dank für viele Likes. Vielen Dank für viele Wünsche. Ich bin jetzt nochmal bis Mitte Januar weg. Und dann geht's los mit der App. Darüber halte ich euch dann auf dem Laufenden. Aber diese Clips wird es nach wie vor geben. Heute ohne Scheine. Weil das war ein ganzer Jahresausblick. Aber natürlich das nächste Mal auch wieder mit. Ich wünsche euch alles Gute. Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.